Es läuft. Ja, es läuft. Und wir haben gerade erst dreiviertel Stunde rum. Wir haben nur 15 Minuten seit da. Das ist der Hammer. Jetzt fliegt erstmal ein Luftschiff von Henrik hier rüber, alles gut. Ich wollte jetzt als erstes mit WASD über die Map gehen. Ich auch, ich habe auch erstmal was geöffnet. Ne, das ich ist habe weh. Versucht, einen Sandwich mit einem Obdachlosen zu teilen. Er sagte nur, ich soll mir mein eigenes suchen. Ach so, übrigens, Koraten ist auch wieder mit dabei. Er, keine Ahnung wann, aber irgendwie ist er auf die dunkle Seite gemacht. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Ich war bei der Kaffeeproduktion. Ich muss übrigens sagen, ich finde meine Idee... Ich liebe dich. Wegen was? Wegen Kaffeeproduktion. Das ist das schönste Wort, was du je gesagt hast. Oh, da gibt's noch ganz andere. Aha, sag mal. Das darf ich nicht sagen, ist nicht jugendfreundlich. Aber ich habe von ihm schon ganz andere tolle Sachen gehört. Was? Schnupftabak überall verstreut? Geht ja gar nicht. Achso, wie gesagt, Koraten mit dabei, Sinning mit dabei, der mit dem Kaffee, Henrik mit dabei, der mit den Robben und der mit den Luftschiffen. Eins fliegt mir gerade durchs Bild. Ich sei die Robbe mit dir. Und wie gesagt, Koraten ist, ich weiß nicht warum, aber irgendwann ist er auf die dunkle Seite der Macht gekommen. Jetzt fängt er auch an mit Flachwitzen. Ich habe beschwert euch bei Cobra, wenn es euch nervt. Genau, beschwert euch bei Cobra, wenn es euch nervt. Kleiner Tipp, es sollte euch am besten nicht nerven. Es wird euch nerven. Das ist garantiert, aber ich wollte es nur mal abheben. Herr Koraten, was passiert denn, wenn es uns nervt? Schlimme Dinge. Glaub mir, das möchtest du nicht heraus. Wisst ihr, was mit den Robben passiert ist? Ja. Noch viel Schlimmeres. Das ist doch noch 10-mal schlimmer. Die Robben kommen nicht mehr wieder. Sag mal, habt ihr auch gerade so das Problem, dass ihr gar nicht mehr wisst, was, wie, wo, irgendwo ist? Das geht eigentlich sogar noch. Weil ich suche gerade bei mir die Schienen und, hier. Du suchst Schienen? Ja. Wenn jetzt ein Witz über die Deutschen kommt und er sucht Schienen, dann gibt's auf den Sack, mein Freund. Ich hab nicht mal was gesagt dazu. Ich hab nur gefragt, ob du Schienen suchst. Ich wusste, das war eine Vorbereitung. Du wolltest, dass ich dir eine Vorbereitung dafür gebe. Oder? Doch, komm, du wolltest die Legitimation für einen Flachwitz. Ich kenne dich. Kennst du ihn wirklich? Vielleicht hat mein Gehirn gerade auf Turbo geschaltet und Witze über Deutsche Bahn gesucht. Habe null Einträge über Deutsche Bahn. Also, Sinning, ich hätte nicht gedacht, dass du sitzt und da über die Deutsche Bahn suchst. Vor allem, das dauert doch so lange, bis die ankommen. Die haben doch immer Verspätung. Die Witze kommen immer verspätet an. Blödsinn. Ha! Sinning, fast kann lustig. Es sein, dass ich dir Stahlträger liefern wollte? Kein Plan, das ist schon gefühlt. Weil aus irgendeinem Grund steht hier ein Schiff von mir mit Stahlträgern bei deiner Insel. Bei welcher meiner Insel? Heißt das Ding Wessung. Wie heißt das? Du hast nicht wirklich Wessung vergessen, oder? Kreuz nicht ihn. Nein, weil ich nicht wusste, an welcher Insel das steht. Ich habe ja nur das Schiff im Bild, nicht den Namen von der Insel. Da musst du dich erstmal so, ja, gut rausgeredet. Ich dachte gerade, ich habe gerade echt kurz gedacht, dass du vergessen hast, Cobra, wo Wessung steht. Schweig still. Schätze Wessungen! Ja. Und da fährt es weg. Ja, ich kann keinen Stahl abliefern, scheint voll zu sein, der Laden. Ja, bleib zurück, die Rohre müssen gespült werden. Die Rohre müssen gespült werden, aha. Verstehst? Ja, meine Leute sollen zurückbleiben, die Rohre müssen gespült werden. Also, was haben wir denn hier noch zum Boosten? Bärschmieden habe ich hier noch, stimmt, da wollte ich irgendwas machen. Nur frag mich bitte nicht was. Beeinflusst alle Bergminen Produktivität plus 40 und als Kosten minus 35. Könnte ich ja theoretisch hier oben reinpacken. Ja. Plus 50. Plus 50.
Und liefert halt Strom. Was macht Halos Fregatte in meinem Hafen? Verschwinde. Von dannen. Ey, am Anfang wollte sie die ganze Zeit, dass sie bei dir ist. Jetzt willst du, dass er abbaut. Nein, ich wollte mit ihr ein Handelsrecht haben. Ich wollte nicht, dass sie meinen Hafen friedlich besetzt. Das ist eine Sitzblockade für mehr Umweltschutz. So, und übrigens, ein gewisser Henrik hatte sich, glaube ich, in den Kommentaren, keine Ahnung, wer der Typ ist, hat sich beschwert, dass ich ihm das Hafendesign kopiert habe. Übrigens, Skoraten, du hast dir noch nicht angeguckt. Rechts von Conan Falls hatte ich letzte Folge noch einen Hafen gebaut. Und dann kamst du wieder und dann ist bei dir, oder ist das Spiel insgesamt abgeschmiert. Dieses Design mit den Hafenbecken hast du aus meinem Spielstand übernommen, den ich zum Ende der letzten Folge noch gezeigt habe. Ich weiß es nicht. Ich hab das, ich hatte das wirklich gemacht. Ich hatte zu Ende letzter Folge das hier schon fertig. Er lügt und außerdem, er tut so, als hätte er das patentiert. Ist ja nicht so, dass andere auch auf diese Idee kommen können. Nein, das Design gehört jetzt Henrik. Am liebsten würde ich ja so ein Design durchführen, was in den Trailern gezeigt wurde, aber natürlich das, was in den Trailern gezeigt wird, kannst du nie so nachbauen. Das geht halt einfach nicht. Alles Fake News. Ja, ist halt echt so, das ist voll die Vollverarsche. Kroaten, was machen deine Schlachtschiffe da bei meinen Luftschiffen? Hochgucken. Fahren die gerade oder sind die stehen? Die stehen da. Arktis? Ja. Sag einfach feindliche Übernahme. Achso, wegen los des Bildes. Ich wollte die nochmal perfekt positionieren, so typisch deutscher Angriff 1915. Warum wusste ich, dass es so eine Anekdote kommt? Anekdote? Ja, aus seiner Vergangenheit. Aus seiner Vergangenheit? Aus der Vergangenheit. Ich kann mich noch damals gerade erinnern, 1939. War eine tolle Zeit. Das ist so ein toller Tag. Der 1. September, der war total toll. Ich habe da so einen Donner gehört im Hintergrund, aber es war so ein der Bass muss ficken, habe ich mir gesagt. Und dann habe ich die Arte gezündet. Und jetzt habe ich so abends gedacht, ich hole mir noch einen runter. Da gibt's Abendessen. Und dann habe ich auch die Flak nochmal angeschmissen. Und dann lief das. Ich entschuldige mich übrigens in aller Höflichkeit. Ich habe tatsächlich dieses Bild, also auf Grundlage dieses, der Witz kommt auf Grundlage dieses Bildes. Ich habe das auf dem Discord gepostet. Es tut mir leid. Beschwert euch deswegen bei den Jungs. Ich meine, wir werden davon verpflichtet, ihm etwas zu geben, was wir haben. Zeit. Moment, haben wir Zeit? Dann werde ich mal versuchen, meine Wirtschaft zu retten. Und gerade konsequent ignorieren. Oder was? Bist du jetzt etwa Trump oder was? Nein, aber bei einer negativen Bilanz von 17.000. Er hat das N-Wort gesagt. 20 Millionen auf dem Konto. Das ist. Er hat das nicht positiv nicht so konnotierte so. N-Wort gesagt. Also negativ, ist ja schlecht. What? Also es steht ja für schlecht. Lassen wir ihm das durchgehen, ja, oder? Oder geht noch? Ja. Okay. Übrigens, Henrik, du solltest vielleicht bei Cobra einkaufen gehen, was die Aktien angeht, ja? Ja. Zur Erklärung, Henrik hat Probleme. Er ist blank, hat kein Geld mehr auf der Bank. Ja, der Typ mit dem Kuckuck kommt schon. Naja, das bringt nichts. Papa, ich muss diese Wirtschaft selber retten, das passt schon. Ich hab noch habe ich Geld übrig und so. Das krieg ich schon. Ja, wenn du kein Geld mehr hast, dann merken wir das ja schon. Warte, heißt das nicht Mama, der Mann mit den Aktien ist da in dem Falle? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist mir doch egal. Sinning hat recht, mir ist doch scheißegal. Wer hat sich dieses Kackhafen-Layout überlegt? Kann das nicht noch einen Kilometer ins Meer reingehen? Mann, ey. Nein. Ja, natürlich nicht, nein. Also natürlich nicht. Also natürlich ja. Ach, geil. Verwirr mich nicht. Die haben das Schiffsbaumenü überarbeitet. Was? Es sieht schrecklich aus. Oh nein, ich habe noch nicht reingeguckt. Da muss ich nachschauen. Die Schiffe haben keine Kreise mehr. Man muss erst draufklicken, dann sieht man die. Wie scheußlich sieht das denn aus, ey? Hä? Bleh. Moment, warte mal. Wo hat sich was geändert? Schiffsbaumenü, sagte ich doch. Ich bin im Schiff. Ich bin auch gerade zu blöd. Ich bin in der Dampfschiffswerft, alles in Ordnung. Die hatten immer Kreise hinter den Schiffen. Wo sind die? Ach so, der aktuelle Status, wenn die gebaut werden, meinst du das? Nein,
die Schiffe haben keine Umkreisung mehr. Doch, haben sie. Wenn die Werft gerade nichts. Bei mir sind da keine Kreise. What the fuck? Ich hab da noch ganz normal Kreise. Ever. Ich frag mich auch gerade, was labert der? Weißt du, Hendrik, total am Rage. Scheiß Spiel, was wagen die sich denn für eine Kacke zu machen? Wie können die nur? Und alle drumherum. Hä? Ich habe Elliot Blackworth erlöst. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn erlöst. Ah, du hast ihn an die Wand gestellt und erschossen. Anscheinend habe ich ihn erlöst, ja. Sehr gut. Was wollte ich eigentlich machen jetzt in letzter Zeit? Keine Ahnung. Apropos, ne, Ubisoft-Spiele, wo wir gerade schön am Ragen sind, von wegen bugfrei und so weiter. Sinning, hast du den Valhalla-Trailer gesehen? Assassin's Creed ja. Valhalla? Du bist ja jetzt ein bisschen eher in der AC-Reihe unterwegs. Was sagst du dazu? Ja. Vom Setting her bin ich sogar sehr angetan. Okay. Muss ich dazu sagen. Also vom Allgemeinen. Du wirst es holen. Ich würde es mir holen, weil Odyssey fand ich halt auch mega in Altgriechenland. Und ich habe halt echt keine Ahnung, ich habe die halt nicht gespielt. Ne? Also Odyssey war das bisher beste Assassin's Creed, so von der Umsetzung. Das kann ich 1:1 unterschreiben. Das ist mega. Und wenn die das halt genau passt, also so Neuigkeit, also so ein bisschen neue Variante dort reinbringen in Valhalla, aber so vom gleichen Prinzip das auch aufbauen wie Odyssey, dann würde ich, dann sage ich knallhart, dann wird das ein Megaspiel. Starke Aussage. Ich muss sagen, wir haben am besten... Ich mit meinen Kollegen schon drüber geredet habe, als es darum ging, ich habe die gefragt, erinnert ihr euch jetzt an irgendetwas, wenn ihr so über die Wikingerzeit nachdenkt, an irgendwelche geschichtlichen, ich sag mal, Geschehnisse, die irgendwie etwas mit Assassinen zu tun haben könnten, und keiner konnte mir eine Antwort geben. Keine Ahnung, da wurde sich auf die Fresse gegeben, das muss reichen. Ach so, ja, du bist ja der Antipazifist. Das nennt sich Aktivist. Ich bin Akti-Aktivist. Ich bin Akro-Aktivist. Ja, aufs Maul, Uts. Für Valhalla, für deine Mutter. Nee, keine Ahnung. Also vom Setting her könnte es echt was werden. Also weil halt einfach die Schlachten da waren, glaube ich. Ne? Ist ja anscheinend Engländer gegen die Wikinger. Wikinger. Das wäre ja prinzipiell geeignet. Nur wie gesagt, wo die die Templer und die Assassinen mit reinkommen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bist du halt das Wikinger. Das war bei Odyssey war das auch nicht schon mit drin. Das war halt immer das Coole an den alten Assassinen. Ja, weil Odyssey die Geschichte erstmal zeigt, wie es überhaupt zu der Assassin-Gruppe kam, beziehungsweise halt so von den Vorläufern Origins. Ja. Odyssey legt halt die Geschichte für die Blutlinie der Assassinen und Origins legt die Geschichte für dieses Assassinen-Credo. Oder allgemein für diese Art der Assassinen gegen die Unterdrückung zu kämpfen. Habe ich ein Problem mit Kämpfen gegen Unterdrückung. Wenn du dir Valhalla holst, würde ich dir sogar wirklich sagen, hol dir mal Odyssey. Ja. Odyssey ist echt cool gemacht. Ist ein bisschen Roleplay-like, oder? Ja. Komm, außerdem hatte Odyssey als erstes ein ordentliches Kampfsystem. Das stimmt auch. Yeah. Origins, weil wir im Wesentlichen einfach nur die ganze Zeit schwere Angriffe spammen und versuchen, den Gegner mit seinem Schild zum Straucheln zu bringen. Und bei Odyssey war es auch so, dass die Gegner mitgelevelt haben. War bei Origin nicht so. Und ist die wichtige Ubisoft-Frage, wie verbuggt? Gar nicht. Odyssey fand ich persönlich null verbuggt. Es gibt einen Bug, von dem ich wusste, dass ich den auch hatte. Da gab es ein Workaround zu. Und das ist das einzige, das ist der einzige Bug, von dem ich irgendwas gehört habe. Aber Odyssey lief auch komplett flüssig, muss ich sagen. Daran haben sie viel gearbeitet. Und du kannst auch bei Odyssey. Kann ich mir nur schwer vorstellen bei einem Ubisoft-Spiel. Das lief wirklich komplett flüssig. Und du kannst halt auch, was halt mit einem späteren Patch auch mit reingebracht haben, kannst du jetzt auch deine eigene Mission beispielsweise auch machen. Das habe ich auch gehört. Das finde ich ganz interessant. Das ist Transmogging mittlerweile. Was? Transmogging? Du kannst halt Ausrüstung tragen, aber die sieht dann anders aus. Stopp mal, nochmal was?
Ja, du kannst halt, wenn du eine legendäre Ausrüstung hast, beispielsweise so eine Brustplatte, aber die ist halt theoretisch von den Stats her, ist die mega, aber die sieht scheiße aus, dann kannst du halt sagen, ich will die Stats von der Ausrüstung, aber ich will ein anderes Aussehen haben. Sozusagen eine Deko-Rüstung drüber legen. Richtig. Also übrigens, das könnte ich dich zum Monster Hunter World überreden, theoretisch? Nein. Nochmal zu der Geschichte, dieses Transgedöns, das ist im Prinzip das, was mich bei Breakpoint so abgefuckt hat. Dass die Waffen eigentlich nur noch Werte haben und Äußeres ist eigentlich scheißegal. Boah, ey, du bist auch nicht auf dem neuesten Stand. Ja, es wurde ja gepatcht, aber ich hoffe, du hast ein Spiel gekauft, was scheiße war. Mittlerweile haben die den Immersive Mode ins Spiel gebracht. Ich weiß, aber das hätte von Anfang an drin sein müssen. Boah, Cobra, halt die Klappe, du hast das Spiel seit Jahren, seit Monaten nicht gespielt. Seit Jahren. Alex, du bist komplett Mittlerweile könnte es durchaus ein Jahr sein, also... Ja gut, Sinning, wir wollten ja bis Oktober mit Wildlands fertig sein, ne? Wird sowieso nicht. Das war natürlich von Anfang an dieser Oktober gemeint, ne? Dieser? Nee, ich hab diesen Oktober gemeint. Du hast gesagt, Oktober diesen Jahres, hast du gesagt. Ja, ja. Das kann ich auf jedes Jahr neu anwenden. In welchem Jahr haben wir angefangen? Damals sind noch Bomben gefallen, ja, 19. Jahrhundert irgendwann. Also noch jetzt hier. 19. Jahrhundert sind Bomben gefallen. Ja, ich wollte mich gerade rausreden, ich hab's gemerkt. Ich kann mich da nicht rausreden. Scheiße, der Alex. 1920. Ja, komm, ja. Komm, geht weiter. Komm, das wird nur besser. Das kann nur besser werden. Das ist doch schon mal cool. Ja, 20. ist 1000 und 1900 halt. 1900 schlamm ich tot. XYZ. Weißt du, ich habe gerade eine gesamte Flotte von mir hochgeschickt Richtung Sklaveria. Erst ein Schiff, dann zwei Schiff und dann kommt der Rest der Flotte einfach an. Es ist so unglaublich, wie langsam die teilweise sind. Übrigens, ich mache wieder Bauschiffe bereit. Wer Ware will, soll ansagen und ich schicke ihm das, was er braucht. Baumaterialien technisch. Das schließt auch schwere Waffen und Kanonen mit ein, wenn jemand braucht. Ja, die könnte ich nehmen. Wenn sie blocken, dann nehme ich sie. Also wenn sie das Inventar blocken, weil davon habe ich tatsächlich gar nichts im Inventar. Oder kaum. Also ich verkaufe das Zeug auch parallel ein bisschen nebenbei, ja? An die KI. Aber ich kann es euch gerne geben, wenn ihr wollt halt. Ja, gib's mir. Gib's mir. Bring's mir vorbei. So, ich hatte jetzt dreimal das bereit. Also es kann jetzt jeder Bestellungen aufgeben, ich leere gerade die Lager. Nein, Alex! Nein! Weißt du, manche Sachen muss man gar nicht aus dem Kontext verstehen. Alter, Alex! Ich denke natürlich nur an Vorratslager, also Essen hier, ne? Natürlich, deswegen hast du mal angefangen zu lachen. Ich dachte, du denkst an Klopapierlager. Stimmt. Weil Hamstern und so. Klopapier. Eilmeldung, Menschen sind behindert. Yes. Oh Gottes Willen. Wusstet ihr, dass wenn man mit dem Löschentool auf Schiffe geht, die dann direkt kaputt gehen? Zeig mal bitte, Cobra. Ah, ich wollte mal gucken, ob es jemand macht. Es hat halt aber keine Widerworte gegeben, ne? Scheiße, ich kann Harlos Schiff nicht abreißen. Da steht Abriss nicht möglich. Du musst eine Abrissparty machen, dann funktioniert das. Ah, schön. Abrissparty. Neue Befehle? Henrik, kann ich dir irgendwas Gutes liefern? Steuermann. Ich glaube nicht. Okay. Wenn du irgendwas brauchst, sag's Bescheid, ja? Wird wahrscheinlich innerhalb dieses. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ach nee, komm, leck mich doch am Arsch. In Kassel, Bitch. Hab ich da ein Krankenhaus? Das ist immer die obligatorische Frage. Nein, ich habe da kein Krankenhaus. Aber ich habe. Ist aber ziemlich belastend. Aber ich habe eine Kirche. Wie wär's denn damit? Damn.
Guck mal ins Klavier der Cobra rein. Nordseite. Und das Klavier hier. Die alte Welt. Da ist es ein bisschen am Fackeln. Warte mal, Sklaveria oder Sklaveria de Cobra? Sklaveria de Cobra, direkt unter Sklaveria, die Stadt. Schau mal rein! Gespeichert. Komm, jetzt schauen wir mal. Ach, da, oh! Ich krieg so die Meldung, ein Feuer ist ausgebrochen. Guck mal, du hast nicht zufällig irgendwo noch ein... Sind auf der Insel irgendwo Wohnhäuser? Nein. Dann solltest du dir wirklich so ein Bauernhaus hinstellen. Und das versuchen mit Zufriedenheit zu überboosten. Und dann kannst du stetig die Feuerwachen mobilisieren, weil die Zufriedenheit der Bevölkerung hoch genug ist. Das würde ich aber mir auch ganz gerne tun, aber meine Insel ist zu klein dafür. Du hast nicht genug Platz für ein Rathaus und ein Bauernhaus? Ja, guck doch mal auf Babawagen. Deep Concern. Schon ein bisschen böse, oder? Ich kann mal gucken, ob ich es hier wirklich am Arsch der Welt geklatscht bekomme. Irgendwo so ein Hafen, da wo eh nichts anderes steht. Bisschen zu klein, Alex. Über was sprichst du jetzt genau, Sinning? Ich wollte gerade fragen, Sinning, auf was willst du jetzt hinaus? Da hast du eine kleine Insel. Du bist schon ein kleiner Wichser, das weißt du, ne? Was? Ich? Nein. Oder? Wer weiß? Es müsste theoretisch echt für die Häfen noch so ein Beauty-DLC geben, dass du die Häfen upgraden kannst. Also, dass du die Häfen auch. DLC. Halt die Klappe, Cobra, bring die Devs nicht auf Ideen. Das müssen wir am Ende noch zahlen. Ja, natürlich, 5 Euro der DLC. Weißt du was, das verrechnen wir dann einfach mit deinen Ausständen, dann wird das schon. Ich hab Ausstände. Zahlst du uns das, so läuft das. Scheiße. Dann geh auf Toilette, Mann. Erst drückt er und dann. Na, egal. Lol, ich kann das hier richtig schon mal den Hafen reinbauen. Ins Inland. Und da nicht. Na toll. Klasse. Was hat's mir jetzt gebracht? Nichts. Ha, es hat dir nichts gebracht. Das ist ein ganz prächtiges Schiff. Braten, ich möchte dann auch gleich mal Beratung, ob du noch Ideen hast bezüglich Häfen. Ich werde so bald wie möglich wieder auf deiner Karte gucken. Ich habe jetzt nämlich eine Menge, also eigentlich habe ich die ganzen Häfen nochmal komplett neu strukturiert. Weil mir die halt alle nicht gefallen haben. Die müssen nicht gefallen, die müssen funktionieren. Das haben sie vorher auch bedient. Sie haben ihr Bestes gegeben. Sie waren der Kevin unter den Häfen. Sie haben's versucht. Stets bemüht. Freier Hafenbereich? Du bist ein freier Hafenbereich. Ich geb dir gleich freier Hafenbereich. Da ist doch ein. Das passt doch 1:1 hin. Also ich bitte dich. Spiel. Stelle es sich nicht so an. Bereite es mir keine Probleme. Stopp. Was willst du? Ach, hier ist die Dampfmaschinen hier gerade die ganze Zeit von den Frachtern. Jetzt kommt Henriks Luftschiff auch noch hier drüber. Weil es noch nicht voll genug ist. So, dann haben wir den Hafen bei euch auch gleich fertig, ne? Nicht? Oh Gott, jetzt kommt der Hamburger. Dann machen wir hier noch ein bisschen von Pietro und dann haben wir's. Oh, warte mal, kann ich das hier durch? Lulz. Oder wahrscheinlich nicht. Das wird mir jetzt gleich sagen, geb ich. Lustig, hätte mich auch gewundert.